3, 2, 1. Herzlich. Achso. Herzlich willkommen bei Table Tales, beziehungsweise nein, das stimmt ja natürlich gar nicht. Wir befinden uns hier auf dem Pen and Paper Tube Kanal und auch wir von Table Tales wollten euch einmal kurz unsere ersten Berührungspunkte und Erfahrungen mit dem großartigen Thema Pen and Paper näher bringen. Ich würde mal sagen, ich würfel auf Initiative. Oh, das ist ja ein Crit, das ist großartig, dann fange ich gleich an und jetzt mein Redeanteil. Der ist auch super großzügig bemessen. Das ist also, eigentlich ein Patzer, ne? Normal. Das ist eine Sonderregelung. Das ist in Ordnung. Das ist nur Pandemie. Genau, du musst schweigen. Du bist meinetwegen gleich als nächstes dran. Aber die habe ich jetzt immerhin zu verdanken, dass ich damals mit Pen and Paper anfing. Vor guten 3 Jahren muss es, glaube ich, gewesen sein. Danke, Julian. Danke, Julian. Also, Klapsen aufs Schulterpolster. Ja, wir haben angefangen mit einem Star Wars Pen and Paper, waren irgendwie so einem Sternzerstörer drin, unsere Charaktere so zweidimensional wie nur irgend möglich. 6 Spieler waren wir tatsächlich und ich erinnere mich nur noch an diese eine einzige Szene, wo 2 Droide-Cars auf uns zugerollt sind und das eine ganze Dreiviertelstunde lang, weil wir total ausgerastet sind und einfach nicht wussten, wie wir reagieren wollten. Und somit gab es dann so einen Dreiviertelstunden-Aussetzer, wo wir einfach diskutiert haben, was machen wir denn? Naja, meine Liebe war daraufhin geweckt. Als nächstes gab es dann Splittermond und da habe ich zum ersten Mal, auch du hast geleitet, gemerkt, wie cool es sein kann, mit NSCs zu interagieren, wie andererseits aber auch unglaublich bösartig, gemein und unberechenbar Spielleiter sein können. Weißt du eigentlich, worauf ich anspiele? Nein. Gut, also Ausgangssituation war tatsächlich, wir haben irgendwelchen Dörfern geholfen. Die haben uns daraufhin zum Abendessen eingeladen. Wir saßen dann also bei der Bauernfamilie und irgendwann am Abend kam dann die unglaublich hübsch aussehende Bauerntochter. Aha. Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, du warst der Einzige, der zu diesem Zeitpunkt eine Freundin hatte. Und wir und wollten dann wohl irgendwie irgendwelche Fantasien ausleben, haben angefangen, um diese Dame zu buhlen. Und dann gab es einen Schlagabtausch und dann gab es erste Zaubersprüche und ich will ja nichts sagen, aber ich als Spieler war unglaublich stolz, als mein Charakter sie dann, naja, also die Nacht mit ihr verbracht hat und ja, die Rechnung für diese sexistischen Gedanken und diese Oberflächlichkeit, die kam gleich am nächsten Morgen, als der Hahn krähte und du dann irgendwie gemeint hast, dass sie eine plötzlich viel tiefere Stimme hatte und sich dann rausgestellt hat am Morgen, dass sie ein Mann war. Und ich, in der Nacht wohl die Rolle der Frau eingenommen habe. Vielen Dank, Julian. Ich habe dennoch meine Liebe intensiviert, also zum Pen-Paper-Rollenspiel. Und es ging weiter mit Cthulhu. Auch da war es dann noch so ein bisschen quatschig. Ich weiß noch, erste Runde nachts im Schwarzwald habe ich irgendwie das Finale rumgerissen, als ich mit dem mir abgehackten Fuß ausgeholt habe und den auf den Kultisten geworfen habe, der dann irgendwie den Scheiterhaufen mit meinen Freunden drauf nicht entzünden konnte. Ja, dann habe ich selbst angefangen, Splittermond zu leiten, unter anderem mit dir. Und es ging dann für mich nach Australien für ein halbes Jahr, da bin ich fast gestorben, von Pen and Paper Entzug. Es war eine schlimme Zeit. Es war eine Hölle in Australien. Ja, ja. Und die giftigen Tiere, die waren nichts dagegen. Die habe ich überlebt. Wir haben uns dann aber so richtig nach Australien zusammengesetzt, unter anderem die Kampagne gespielt, eine Cthulhu-Kampagne, die ist auch Selbstwerbung. Wie die war davor? Nee, die kam erst danach. Meine Kampagne. Die wir jetzt kommt die Eigenwerbung, ganz unauffällig mit eingeblendet, wir auf unserem Kanal hochladen werden ab Ende August. Und dann gab es ganz viele Workshops. Das sage ich seit einem Jahr, aber jetzt haben wir es offiziell angekündigt. Und wir werden das nicht weiter nach hinten schieben. Und da habe ich auch diese beiden Herren noch viel besser kennenlernen können. An die kann ich jetzt ja mal endlich abgeben nach diesem Redeschwall. Ja gut, willst du? Starte. Okay, alles klar. Ich bin das erste Mal mit Pen and Paper in Kontakt gekommen. So, ich glaube, das ist locker über 10 Jahre her mittlerweile. Und mein bester Freund kam damals aus dem Internat. Und also dazu muss man sagen, ich habe schon immer Fantasy-Welten und so, ne? Herr der Ringe, Star Wars fand ich ja schon immer geil. Ich habe auch gerne World of Warcraft gespielt und so.
Und dann kam er auf einmal um die Ecke mit dem Grundregelbuch von DSA. Das war aber auch schon eine spätere Version. Also das schwarze Auge für die, die es vielleicht nicht kennen. Und Kanal vermuten. Ja, man kann es ja mal trotzdem so in den Raum werfen. So genau. Nee, und ich habe mir das so durchgeblättert, habe mir von ihm erzählen lassen, so was das Spielprinzip ist. Und da bin ich sowas von feucht geworden. Das ist echt, ey. Also da habe ich mir gedacht, geil, Alter. Ich hätte mir einfach 24-7 einen auf dieses Buch jaggern können. Ey, ohne Witz. Auf einmal, ne, einfach sich an den Tisch setzen, ne, so eine eigene Rolle spielen, quasi so nach dem Motto, ne, dieser, so ich bin jetzt Gimli, so nach dem Motto, ne, endlich mal so seinen eigenen Zwergcharakter mit Hintergrundstory und einer geil ausgearbeiteten Welt. Es war einfach fantastisch. Und das erste Abenteuer, das haben wir dann auch tatsächlich gespielt, auch mit seinem Zwillingsbruder zusammen. Und da haben wir wirklich so diese klassische, diese wirklich grundauf klassische Zusammenstellung gehabt. Ein Mensch, ein Elf, ein Zwerg. Ich war der Zwerg, weil ich Zwerge schon immer geil fand. Und ja, man muss da natürlich erstmal reinkommen und so. Und natürlich auch bei uns super erste Situation. Irgendein Ritter im Schankraum. Das Erste, was wir machen, uns natürlich mit dem Anlegen, ne? Messer nach ihm werfen, sein Bier ausschütten und all so eine Scheiße. Es so, geht auch glänzen. Aber ja, nee, also es war absolut geil. Seitdem spiele ich Pen and Paper, wo ich kann. Ne, so quasi, das ist mein persönlicher Frankfurter Applaus, dieses Spiel. Irgendwann hast du dann uns kennengelernt, ne? Genau, und dann brauchte ich noch andere Drogen, um damit fertig zu werden. Ja, nee. Also quasi dann jahrelang, ne, DSA gespielt, Bücher angehäuft und dann irgendwann hier quasi bei dir das erste Mal Cthulhu, was einfach auch mega geil war, richtig mit Atmosphäre und alles. Und ich finde es sowieso, also für mich ist es ein unglaublich wichtiges Hobby geworden und es macht auch unglaublich viel Spaß und man kann einfach mal irgendwas anderes sein. Hauptsache nicht man selbst, ne? Das ist man ja noch so lang. Nein, also, ja. Das ist eigentlich so die Grundmessage an euch Kids da draußen. Und damit gebe ich Realitätsflucht. Ja, genau, super Realitätsflucht. Macht es nach. Ich kann es nur empfehlen. Oder stellt euch ein geiles Leben auf. Ich glaube, ich habe von allen Anwesenden hier am wenigsten oder am spätesten mit Pen and Paper angefangen, und zwar durch Drakensang. Das ist eigentlich ein PC-Spiel, aber die Spielidee ist, man spielt verschiedene einzelne Charaktere in, ich glaube, in so einer Party. Übrigens, Drakensang ist von Das schwarze Auge. Ja, genau. Und da ist es nämlich so, man hat eben die ganzen Werte von den Charakteren im Spiel gesehen und im Regelhandbuch stand dann irgendwas dabei, wie sich die berechnen. Und das basiert auf den Regeln von Das schwarze Auge. Es war also wie ein Pen and Paper, aber ohne Pen und ohne Paper. Und damit bin ich dann tatsächlich erst in Berührung gekommen vor, ich glaube, 3 Jahren. Auf irgendeiner Messe in Hamburg-Altona, da haben sie Pen and Paper vorstellen wollen. War nicht unbedingt gut besucht und es gab ein kleines Einsteigerabenteuer, um das Ganze kennenzulernen. Was im Endeffekt nur daraus bestand, dass unsere Party in irgendwelche Katakomben runter ist, um einen Rattenkönig zu töten. Und wir waren irgendwie 80% der Zeit dabei zu würfeln und es gab keinen Plot. Das war relativ langweilig. Auf der Messe ist auch irgendwas zu Call of Cthulhu neu vorgestellt worden, aber das hat mich zu dem Zeitpunkt nicht interessiert. Und dann habe ich auch weiter mit Pen and Paper nichts mehr gemacht, bis ich dann durch meine Schwester in eins von deinen Splittermond-Abenteuern reingezogen wurde. Ich weiß nicht, ob das das erste Splittermond war, was du geleitet hast. Ich glaube, das war das allererste. Für mich war es auf jeden Fall das allererste als Spieler. Wir hatten ein bisschen vorgefertigte Charaktere von live bekommen, damit es nicht ganz so viel wird auf einmal. Aber das wiederum fand ich total geil, weil wir jetzt Story hatten, weil wir als Charaktere interagiert haben. Und ich war sofort gecatcht. Wir hatten auch ein paar Leute am Tisch, die das schon länger gespielt hatten. Und ich glaube, du hast mich dann darauf angesprochen, dass man merkt, dass ich schon ganz viel Pen-and-Paper-Erfahrung hätte. Dachte ich auch am Anfang. Ja. Ich dachte, du hast genauso wie Jan irgendwie live Finger so an, oh, die spielen schon 10 Jahre und ich dachte, du gehörst mit dazu. Ja, das wusste ich gar nicht. Du warst irgendwie so ein Pirat in der ersten Runde und hast angefangen, dein hochprozentiges
Spirituosengetränk mit Schießpulver zu strecken und da wusste ich, der Typ, der weiß, wie es funktioniert. Ah, ja, genau. Wir haben am Anfang also in der Bar gesessen, in so einer Taverne und haben uns vorgestellt und ich habe meinen Drink bestellt und gesagt, ich möchte ein bisschen Schießpulver drin haben. Aber ich hatte gar keine Ahnung von Pen and Paper zu dem Zeitpunkt. Aber ich fand es sehr geil. Entsprechend bin ich da auch schnell dann reingekommen, so vom Interesse her. Ich war sofort gecatcht. Und dann haben wir mit Cthulhu gestartet und ich glaube, seitdem haben wir bis auf ein Star Wars Abenteuer dazwischen auch nur Cthulhu gespielt und es ist immer noch cool, es ist immer noch spannend. Und ja, wir haben schon von der Kampagne gesprochen, die seit über einem Jahr läuft. Also wir sind die ganze Zeit irgendwie dabei und auch die ganze Zeit in dieser Gruppe unterwegs. Und ja, ich glaube, ich gebe an dich weiter. Ja, es ist schön, weil ich kann die ganze restliche Zeit ausführen. Wie viele Minuten haben wir da? 18? Du, es wird sicherlich noch jemand zukommen. Okay. Insgesamt 18, wir sollten recht haben. Nein, also ich habe ja irgendwie live zum Pen & Paper gebracht, Karl dadurch ja auch so ein bisschen. Bei mir hat das angefangen, ich habe damals, also ich hatte immer schon so einen Hang zum Rollenspiel. WoW gespielt damals, weiß ich noch, hatte ich so einen Level 13 Trollschurken und hing total an diesem Charakter dran. Dachte so, nein, wenn der Server jetzt down geht, ich kriege ja nie wieder diese geilen Items. Und bin dann noch so monatelang einfach zu Fuß durch die ganze Welt gelaufen, mit meinem Cousin zusammen. Also irgendwie, mich hat das schon immer so ein bisschen fasziniert. Dann habe ich eine Zeit lang Diablo gespielt mit meinem besten Freund Per Morris. Einer meiner besten Freunde, nicht traurig sein. Ich habe viele beste Freunde. Und dann haben wir nämlich DSA auf YouTube gesehen. Da dachte ich so, oh, das ist ja wie ein Computerspiel. Nur, ach, lass das doch auch mal spielen. Per, bereite das mal vor. Hat er auch gemacht, hat sich das irgendwie diese Regeln geholt. Erstes Abenteuer DSA, völlig zusammengewürfelte Gruppe. Wir haben 4 Stunden Zeit gehabt, 3,5 davon haben wir unsere Charaktere erstellt. Ich musste unbedingt einen Zauberer spielen, weil ich meinen WoW-Charakter nachgebaut habe. Und ich dachte, es war ein Schurke. Ja. Na, dass ich, also ich habe ja, in 8 Jahren WoW mehr als einen Charakter gespielt tatsächlich. Nein, der Schurke konnte nicht zaubern. Und dann haben wir eine halbe Stunde gespielt, die Runde haben wir nie zu Ende gespielt. Und irgendwie, bei mir brannte dieses Feuer und ich merkte dann, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwas vorbereite, funktioniert das nicht mehr. Ich hatte ganz grob die Regeln im Kopf, jetzt die Detailregeln nicht richtig, die Würfelregeln nicht richtig. Aber ich habe angefangen, mir irgendwelche Fanabenteuer aus dem Internet zu ziehen und mit allen möglichen Leuten Pen & Paper zu spielen. Das war noch die Zeit, wo du mit Leuten gespielt hast, die da eigentlich gar keinen Bock hätten und nie von sich aus was gesagt hätten, hättest du sie nicht in die Runde eingeladen. Die kennt wahrscheinlich jeder. Aber man macht ja so seine ersten Schritte. Irgendwann kam dann, da war Splittermond noch relativ neu, da habe ich gesagt, ach Mensch, neues Fantasy-System, da ist die Einstiegshürde nicht so groß wie bei DSA. Da wollte Peer sich DSA 5 holen. Ich Splittermond und dann wollten wir einfach alles durchspielen, was rauskommt. Hat natürlich niemals funktioniert, ist vielleicht auch ganz gut. Hat aber Spaß gemacht und dann hat sich das irgendwann so ein bisschen verlaufen. Das muss jetzt auch schon 4 Jahre her sein. Und dann habe ich gesagt, cool, mache ich doch mal ein eigenes Regelwerk. Dann kann jeder so ein bisschen wie so ein Telltale-Spiel so Episoden vorbereiten in einem eigenen Universum mit eigenen Regeln. Oh, darf ich dich unterbrechen? Ja, genau, stimmt. Du hast irgendwann nochmal einen PowerPoint-Vortrag gehalten. Um uns beizubringen, wie wir Spieler. Ich habe einen Spieler-Workshop gemacht, weil ich habe jahrelang dann geleitet und irgendwann kam live und dann hatte ich auch gar keinen Bock mehr zu leiten. Hast du das nicht? Das sag aber ja, nicht. Ich habe einen privaten Pen and Paper Spieler-Workshop gemacht. War auch ganz cool. Können wir bitte auch einen Nerd-Leiste anbieten? Ne, weil ich fing dann auch irgendwann an. Der ganze an, Button, der ganze Screen ist voll. Ich fing dann auch irgendwann an, mich für diese ganzen Verlagsthemen zu interessieren. Das geht ja an Casual-Spielern so ein bisschen vorbei. Welches System gibt's wo? Wie sind die Regeln und so? Und so habe ich so ein bisschen meinen Weg in die Nerd-Szene gefunden. Dann haben wir Star Wars gespielt. Ich habe mich für Star Wars-Lore interessiert, tue das immer noch. Eine große Star-Wars-Kampagne, hat mir richtig viel Mühe gemacht. Hab dann aber, irgendwann bin ich auf den Geschmack gekommen von so Krimi-Sachen, hab gesagt, lass doch jetzt vielleicht mal so ein paar Systeme ausprobieren, unter anderem so ein Cthulhu-Einsteiger-Abenteuer gemacht, super atmosphärisch, auch mit Live zusammen. Das war auch zu dieser Star-Wars-Zeit, da hatte ich mein Regelsystem ausprobiert und das war Lives erste Runde damals Star-Wars, das war noch so ein Star-Wars, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Beyond, glaube ich, ganz, ganz altes Abenteuer gab es gerade im Internet. Und dann haben wir Cthulhu gespielt, ich war total geflasht, habe mir damals dann Königsdämmerung, die Kampagne geholt und das war dann, habe ich mit Live gespielt, noch mit meinem Cousin, anderen Kumpel von uns und, ne, doch 2 anderen Kumpels. Und das war das erste Mal, dass wir so ein bisschen, weil da merkte ich so,
das ist ja nicht nur, wir haben angefangen, wie viele wahrscheinlich, so dieses auch Fantasy-Rollenspiel ist ja witzig, so ein bisschen rumdödeln und so und in Puff gehen in der kleinen Stadt und so. Ja, aber so genau, und dann auch so bei Cthulhu merken wir richtig, das ist richtig, sich zu verkleiden, so in den 20ern, dann sitzt man irgendwie abends im Keller und die Atmosphäre ist total da. Ja, ich finde, da kann die Fantasie auch richtig fließen. Genau, dann, ne? Genau, das ist einfacher, sich in so einen 20er-Charakter reinzufinden, als in so ein bisschen so ein Fantasy-System. Aber ja, seitdem haben wir primär Cthulhu gespielt. Irgendwann kam Live dann aus Australien wieder, hat seine eigenen Abenteuer vorbereitet und seitdem war ich eigentlich fast immer Spieler. Und ich mache jetzt sporadisch nochmal was, wenn ich wirklich irgendwie eine Idee habe mit eigenen Regeln oder mal jetzt wieder eine Splitter-Mod-Runde, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und bei mir, das zieht sich eigentlich seit Jahren schon durch mein Leben mit Pen und Paper. Und ich habe ja viele Leute zum Positiven beeinflusst damit und... Ja, vielleicht haben wir euer Interesse geweckt. Vielleicht möchtest du nochmal eine Abmoderation machen. Was ja jetzt auf jeden Fall eine größere Reach durch den Kanal. Ja, wir nähern uns jetzt dem Ende und ich glaube, das ist der Abmoderation. Ich habe der Abmoderation damit zu Genüge. Ich weiß gar nicht, wie ich den Satz grammatikalisch weiterführen kann. Du musst jetzt auch wieder 100 Mal schneiden. Nein, das schneide ich nicht. Das wird jetzt ein One-Take und ich schneide nie so viel. Quatsch. Ich würde sagen, wir haben alle genug euch voll getextet. Bedanken uns fürs Zusehen und freuen uns auf ein nächstes Beinchen. Das war übrigens Lives göttliche Idee, diesen Kanal ins Leben zu rufen. Oh ja, und es war eine geile Idee, muss man sagen. Und es ist deren Job und Anstrengungen zu verdanken, dass wir auch immer noch existieren. Danke an dieser Stelle an euch und bis bald.